When every day of life and your job are burning you out. Hey zusammen, ich bin's mal wieder. Bücher habe ich ja schon einige geschrieben, aber ganz besonders mag ich ja Schottland. Wo das herkommt, das erzähle ich euch ganz gerne mal kurz. 1987 war ich das allererste Mal in Schottland, war das allererste Mal in der Hauptstadt, die für mich bis dahin den klangvollen Namen Edinburgh getragen hat. Ich wurde ganz schnell eines Besseren belehrt, nämlich von 4 waschechten Schotten, die mich eingeladen haben am ersten Abend in einen Pub und mir beigebracht haben, wie man diese Stadt wirklich ausspricht. Nach einer Stunde konnte ich Edinburgh aussprechen. Meine Zunge hing in Fetzen, da dachte ich mir, das muss ich jetzt auch rentieren. Fazit waren 4 Bücher über Schottland, in denen diese wunderschöne Stadt, nämlich Edinburgh, vorkommt. Und dieses Edinburgh ist auch in meinem neuesten Buch, und zwar Edinburgh on the Rocks. Ich wollte schon lange eine Rockstar-Geschichte schreiben. Ich wohne ja schließlich seit 30 Jahren in einem Rockstar-Umfeld. Oh Gott, jetzt freut sich einer. Aber dieses Buch hier ist nicht nur eine Rockstar-Romance. Es ist, wie bei mir so leicht üblich, ziemlich viel mehr. Es ist etwas mit Wirtschaftskritik, es ist was mit Gesellschaftskritik und trotzdem ganz viel Liebe und ganz viel Rockstar. Am besten guckt es euch mal an. Es ist nicht so ganz trivial, damit habe ich jetzt wahrscheinlich 15% Leserinnen verloren. Aber hallo, die restlichen 85%, Leute, ich freue mich echt auf euch. Also in diesem Sinne, in der nächsten Zeit werdet ihr einige Videos von mir sehen über das Buch, kleine Szenen aus dem Buch. Und guckt einfach mal rein oder wie es neudeutsch heißt, stay tuned. Ciao, bis bald.